Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 62. Bitte? Bitte? Gibt's? Nein, alles in Ordnung. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 62 mit dem Tagesordnungspunkt 79. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag des Ministers der Finanzen im Rahmen § 8 GZSG Maßnahmenpaket mit dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20/3525. Und ich darf dem Berichterstatter, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, das Wort erteilen. Bitte schön, Kollege Decker. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Der Haushaltsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 29. Juli mit dem ersten GZSG-Maßnahmenpaket befasst. Und er gibt Ihnen dazu die folgende Empfehlung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Anträgen des ersten GZSG-Maßnahmenpaketes zuzustimmen. Zu den vorliegenden Anträgen wurden die Beschlüsse mit folgenden Mehrheiten gefasst. Ich erspare mir das jetzt Ihnen vorzutragen. Das können Sie alles der Beschlussempfehlung und dem Bericht des Haushaltsausschusses entnehmen. Das ist die Drucksache 3435. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Decker. Ich eröffne damit die Aussprache zu diesen beiden Tagesordnungspunkten. Ich darf als erstem Redner das Wort erteilen dem Kollegen Heidkamp für die Fraktion der AfD. Bitte schön, Herr Kollege Heidkamp. Vereinbart sind 5 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Wir waren uns von der Dynamik, der Brisanz unseres Antrags gar nicht bewusst, natürlich, aber sehen uns aber bestärkt in unserem Vorgehen, da ja alle Fraktionen nachträglich Einverständnis bekundet haben, die Beschlüsse aus dem Haushaltsausschuss noch einmal im Plenum zu diskutieren und zur Abstimmung zu stellen. Unsere grundsätzlichen Bedenken zu dem Errichten eines Sondervermögens waren offensichtlich geteilt von weiteren Parteien der Opposition wie FDP und SPD. Wir werden da ja nicht genannt, obwohl wir fast wortgleiche Anträge eingereicht haben. Mit dem Bericht zu der Entscheidung des Haushaltsausschusses erhalten die Oppositionsparteien noch einmal eine Gelegenheit, ihre Bedenken zu äußern. Im Einzelnen handelt es sich darum, dass eine ganze Reihe von Vorhaben nicht eindeutig auf die Folgen der Corona-Pandemie bezogen werden können und dass sich aufgrund der bereits vorliegenden und absehbaren Projekte deutlich aufzeigen lässt, dass es eines Sondervermögensgesetzes nicht bedurft hätte. Die beantragten Auszahlungen hätten durchaus im Rahmen von Nachtragshaushalten behandelt werden können. Wir befinden uns da in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den Oppositionsparteien FDP und SPD. Wir fordern Sie auf, die Gelegenheit wahrzunehmen, unsere grundsätzlichen Forderungen als Oppositionsparteien gegenüber der Regierung zu konkretisieren. Meine Erfahrung ist nämlich, dass in den Haushalten sehr detaillierte Reden gehalten werden zu den Details der einzelnen Anträge, aber es traut sich irgendwie keiner, einmal zu versuchen, wie man die Regierung hier noch einmal herausfordern könnte. Es ist einfach nicht glaubhaft, dass die schiere Summe an IT-Projekten und Ausgaben wirklich mit der Corona-Pandemie begründet werden können. Deutschland hatte schon im Jahre 2019 einen gewaltigen Rückstand beim Ausbau der Netze, bei den Bandbreiten und sogar bei der Ausbildung der Nutzer. Die zusätzlichen Ausgaben der Corona-Pandemie hätten mit gesunden Strukturen und zielgerichteten Einzelinvestitionen ohne Probleme abgefedert werden können. Der übergroße Teil der immer wieder zur Abstimmung eingereichten Maßnahmen in diesem Gebiet hätten in einen normalen Haushalt abgefasst werden können. Ich fasse zusammen. Wir haben unser Ziel erreicht. Unserem Begehren, eine erneute Befassung des Landtags mit den schon im Haushaltsausschuss abgestimmten Maßnahmen auszulösen, wurde mit Aufruf des Berichts und der Beschlussnummer mit der Drucksache Nummer 20/3435 stattgegeben. Wir danken den Regierungsparteien. Damit wird die Opposition eine weitere Stellungnahme und kritische Darstellung im Plenum möglich, die im Verfahren bisher nicht vorgesehen war.
Über die Formulierung des dringlichen Antrags der Regierungskoalition, jetzt wird es wirklich toll, wurde nun zu unserer Genugtuung klargestellt, dass bei einem Bericht des Haushaltsausschusses an das Plenum bei einem solchen Verfahren Anträge, die einer Abweichung von den Beschlüssen des Haushaltsausschusses begehren, aufgerufen werden müssen. Wir sind zuversichtlich, dass über das von uns initiierte Verfahren auch in Zukunft eine Verfassung des Landtags mit bereits im Haushaltsausschuss abgestimmten Vorhaben erreicht werden kann. Wir sind natürlich außerordentlich zufrieden, dass die FDP sich jetzt durchgerungen hat, Einzelabstimmungen über die einzelnen Anträge zu veranlassen. Das hätten Sie nie hinbekommen, wenn wir das nicht initiiert hätten. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächste Rednerin für die FDP ist die Kollegin Schardt-Sauer. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, anwesende Kollegen der AfD, die FDP mit einem klaren rechtsstaatlichen Kompass braucht nicht die AfD, um ihre Handlung zu sortieren, wie sie Abstimmung beantragt. Ansonsten möchte ich eigentlich auf den eigentlichen Punkt kommen. Ich will mich nicht mit Formalitäten und Genugtuung und sonst wie was die Herren da überwiegend hier auf der Seite erfreut beschäftigen, sondern auf den eigentlichen Nukleus. Nun haben wir es hier stehen für 5 Minuten, haben wir noch ein bisschen Abendprogramm und den Fokus darauf zu richten, auf die eigentlich politisch-inhaltliche Debatte. Denn worum geht es hier? Was hat dann Schwarz-Grün uns da in diesem tollen Gesetz, werter Herr Wagner, präsentiert? Am 4. Juli, man erinnere sich, es scheint schon wieder so weit weg, das war nicht nur der amerikanische Unabhängigkeitstag, das war auch der Tag, wo Schwarz-Grün ja, das milliardenschwere Sondervermögen durchgepeitscht hat. Das war der Tag, an dem wir in Hessen auf einen Schlag ein Drittel mehr Schulden haben mit den vorhandenen Ermächtigungen für 13,7 Milliarden €. Und es war leider auch der Tag, an dem Sie so lästige Dinge, vor allem sehr bedauerlich von Seiten der CDU, so lästige Dinge wie Schuldenbremse in den Keller geschubst haben. Aber was haben Sie bekommen? Was haben Sie bekommen? Und darüber reden wir jetzt filetweise über die nächsten Monate und Jahre. Sie haben bekommen eine tolle schwarz-grüne Schatzkiste. Es sollte schnell sein und es sollte sofort helfen und mit ganz, ganz, ganz viel Geld. Schnell und viel Geld, da komme ich noch einmal drauf. Und es sollte notwendig sein, weil es musste ja schnell sein. Energetische Sanierung Forsthäuser, Aufblähen von Haushaltstiteln beim Digitalministerium, die eh nicht abfließen, eher unter Verstopfung leiden, Verlustabdeckung bei Hessen Forst in 2 Jahren schon. Sie haben ja hellseherische Fähigkeiten auch als Landesregierung. Was das alles mit Corona zu tun hat, nun, vielleicht braucht man, um das zu verstehen, auch noch ein Förderprogramm. Das erste Paket, über das wir heute Abend ja differenziert abstimmen, einzeln abstimmen, weil das in sich konsequent und logisch ist und nichts mit Durchringen zu tun hat, es zeigt wunderbar, es geht Ihnen nicht darum, Corona-Folgen zu lindern, Akteuren sofort und schnell zu helfen. Denn da, wo die Hilfe wirklich notwendig ist, werte Kollegen von CDU und Grünen, Soloselbstständige, Kultur, bisschen mehr als Etikette bei Digitalisierung. Da tun Sie nichts. Es geht Ihnen darum, die Koalitionsvereinbarung abzuarbeiten. Und eilig? Na ja. Also man könnte schon fast sagen, letzter Vorwurf lautete, Sie tilgen im Schneckentempo. Ihr Riesenmilliardentanker, der stockelt ein bisschen. Weil am 4. Juli haben wir den zweiten Nachtrag, hätten Sie einen zweiten Nachtrag beschließen können, so wie ihn SPD und FDP beschlossen haben. Dann wäre das ganze Paket an Hilfemaßnahmen da gewesen. Sie beschäftigen sich aber aktuell mit grünen Traumschiffen. Und wie gesagt, die stocken etwas. Es gab einen Haushaltsausschuss am 30. Juli, der Sonderausschuss am 12. August mangels Nachfrage auf dem Corona-Programmmarkt musste schon entfallen. Aha, das scheint ja irgendwie ein bisschen ein Problem zu sein von dem, was die Ressorts haben wollen. Wir werden
Und das ist die Quintessenz, und dessen können Sie gewiss sein, Monat für Monat, Jahr für Jahr, bis der Wähler eine andere Möglichkeit hat, hier in diesem Haus zu entscheiden. Wir werden an jeden Euro die Messlatte Corona inhaltlich anlegen. Wo Hilfe notwendig ist, und da wird es mit Sicherheit auch eine Wandlung geben, da sind wir, und das wird man aus einer eigenen Überzeugung heraus heute Abend im Abstimmungsverhalten der Freien Demokraten klar sehen. Da sind wir mit dabei. Wir haben das Paket für die Kommunen getragen. Wir tragen den Hessenfonds. Es gibt einige Dinge, alles Dinge übrigens, die sich in unserem Nachtragsentwurf, unserem gemeinsamen, gefunden hätten. Aber energetische Sanierung, Forsthäuser, Aufblähung von Ökoprogrammen, grüne Traumschiffe, alles, was den Corona-Check nicht besteht, da gehen wir Freien Demokraten nicht mit. Da werden wir unsere Zustimmung verweigern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner ist der Kollege Frank-Peter Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich räume ein. Ich hatte eigentlich ein bisschen eine andere Art von Debatte erwartet und nicht das sture Zurückgucken auf die Situation vor der Sommerpause, sondern hatte eigentlich gedacht, dass das, was wir hier ja in den Diskussionen damals gesagt hatten, dass wir natürlich eine Befassung des Plenums, wenn es denn gewünscht wird, möglich machen, inhaltlich auch ausgefüllt wird, dass man hört, aus welchen Gründen einige der Anträge abgelehnt wurden. Und das hat auch, das sage ich ganz offen, mich ein bisschen gewundert, nein, richtig gewundert hat es mich nicht, dass die AfD diesen Antrag ganz global gestellt hat. Der Eindruck ist nicht ganz falsch, glaube ich, dass Ihnen da ein bisschen der Durchblick fehlte. Aber verehrter Kollege Heidkamp, auch Sie haben nicht versucht zu begründen, die Punkte, die Sie abgelehnt haben. Deswegen will ich das noch einmal hier wiederholen. Von der AfD in jener Sitzung des Haushaltsausschusses, die gut 6 Stunden gedauert hat und die so intensiv sich mit den Inhalten befasst hat, wie in 25 Jahren Erfahrung von Haushaltsdebatten ich es nie erlebt habe in diesem Hause. In dieser Debatte hat am Ende, wenn man von den Zahlen her guckt, die AfD gerade einmal 2,4% der Summe abgelehnt. Ich finde das jetzt nicht sehr berauschend. Vor allem sehe ich noch nicht so ganz den Grund, warum das jetzt sozusagen der Skandal sein soll, den man hier extra ins Plenum holen muss. Sie haben, das räume ich Ihnen ein, weitere 6,9% haben Sie sich enthalten, was ja nur heißt, Sie haben keine Meinung dazu. Aber dem Rest, dafür kann ich nur Dankeschön sagen, von 90% der Beträge, denen haben Sie zugestimmt. Denen haben Sie zugestimmt. Und bei der FDP war es nicht sehr viel anders. Da waren es insgesamt 3 Anträge, denen Sie nicht gefolgt sind. Meine Damen und Herren, dann kann ich doch nur feststellen, und das stelle ich gerne fest, dass das, was die Regierungskoalition hier angepackt hat und das, was die Regierung uns vorgelegt hat, Maßnahmen sind, die zu über 90% auch von der Opposition mitgetragen werden. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ganz herzlichen Dank dafür auch, dass Sie die Gelegenheit geben, das heute noch einmal deutlich festzuhalten. Wir sind zwar schon zu später Stunde, aber im Protokoll kann man es ja dann jederzeit nachlesen. Und, meine Damen und Herren, weil so ein bisschen Verständnisschwierigkeiten ja offensichtlich sind in der Richtung, wie das Ganze sinnvollerweise von der inhaltlichen Betrachtung her ablaufen soll, haben wir unseren dringlichen Antrag, Drucksache 3525, noch eingebracht, der das Verfahren noch einmal klärt, weil es bleibt dabei, wie zugesagt, selbstverständlich, dass das Plenum mit den Vorgängen befasst werden kann, die im Haushaltsausschuss stattfinden, so wie es im Gute-Zukunftssicherungsgesetz steht. Das aber, denke ich, zukünftig deutlich ist, dass dann mit Anträgen zu bestimmten Entscheidungen des Haushaltsausschusses derjenige kommen sollte, nein, muss, der etwas geändert haben
will, denn so macht es einen Sinn, dann kann man ja auch endlich über die Differenzen reden und nicht so tun, als wenn man alles anders gemacht hätte. Stichwort wir hätten, hätte Fahrradkette, kann ich dazu nur sagen, aber am Ende mit 90% und mehr von den Inhalten einverstanden ist. Also, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Wir werden die Abstimmungen heute in der vorgesehenen Weise, wie es die FDP beantragt hat, durchführen. Wir werden dann, ich hoffe, auch in breiter Mehrheit den Dringlichen Antrag der Koalition beschließen und wissen dann für die nächsten Runden, wo es lang geht. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Zu einer Kurzintervention, wobei bei 5-Minuten-Debatten gibt es leider keine Kurzintervention. Sie haben aber noch Zeit. Ja, ja, steht drauf, aber er hat noch Zeit. Also er hat nur eine Minute 20 geredet. Und wenn ich richtig rede. Das ist richtig. Das ist richtig. Herr Heidkamp, Sie müssten in der Tat dann warten und sich hinten wieder einreihen. Daran habe ich nicht gedacht. Herr Heidkamp, danke schön. Reihen Sie sich hinten bitte wieder ein. Ich rufe Sie dann auf, wenn Sie dran sind. Die Reihung ist mittlerweile so. Erst kommt Herr Schalauske, dann kommt der Kollege Weiß und dann käme der Kollege Heidkamp. Bitte schön. Kollege Schalauske, Sie haben das Wort für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! 6 Argumente zu einer öfter geführten Debatte. Erstens. In der tiefen ökonomischen und sozialen Krise infolge der Corona-Pandemie war es völlig richtig, die Schuldenbremse auszusetzen. Wir haben gesehen, die Schuldenbremse steht insbesondere in einer Krise einem handlungsfähigen Staat im Wege. Und deshalb gehört sie, das ist unsere tiefste Überzeugung, nicht nur ausgesetzt, sondern sie gehört abgeschafft. Zweitens. Um notwendige Maßnahmen zu finanzieren, kann man den Weg über ein Sondervermögen gehen. DIE LINKE hat sich dafür eingesetzt, dass die Kontrollmöglichkeiten des Haushaltsausschusses mit dem Sondervermögen erhöht werden. Es war unser Vorschlag, dass die Schwelle, bei der der Haushaltsausschuss entscheidet, von 10 auf 1 Million gesenkt wird. Und es war unsere Fraktion, die darauf gedrungen hat, dass Entscheidungen im Haushaltsausschuss auch in das Parlament getragen werden können. So wie es heute geschieht, links wirkt, würde ich sagen. Warum? Warum für dieses Verfahren dann noch ein Antrag von CDU und GRÜNEN gebraucht wird, erschließt sich mir nicht so ganz. So wie wir es jetzt machen, hatten wir es ja auch auf Grundlage der Geschäftsordnung verabredet. Und schade, dass Sie mal wieder vergessen haben, die eigentlichen Erfinder dieser Überlegung zu fragen, ob Sie denn diesen Antrag mit einbringen wollen. Aber geschenkt. Drittens. Viele der ersten Maßnahmen, die die schwarz-grüne Landesregierung jetzt aus dem Sondervermögen finanziert, sind schlicht notwendig. Unterstützung von Gesundheits-, von sozialen, von Kulturmaßnahmen, dem wird DIE LINKE nicht im Wege stehen. Vielem haben wir sogar zugestimmt. Und im Unterschied zu anderen Fraktionen ist es für uns auch nicht die zentrale Frage, ob eine Maßnahme nun alleine pandemiebedingt ist oder auch aus anderen notwendigen ökonomischen oder politischen Gründen erfolgt. Die Tiefe der Krise macht eine Vielzahl von Maßnahmen notwendig, die auch über die konkrete Bekämpfung der Pandemie hinausgehen. Gleichwohl ist nicht erkennbar, wie die Landesregierung das Sondervermögen nutzen will, um sinnvoll aus der Krise herauszukommen. Klar ist, notwendig sind mehr Mittel, die in der aktuellen Krise natürlich auch aus Krediten finanziert werden können. Und das Sondervermögen der Landesregierung wird nicht ausreichen, das prophezeie ich Ihnen schon jetzt, die Maßnahmen, die in der nächsten Zeit noch notwendig werden, zu finanzieren. Viertens. DIE LINKE hat ein Positionspapier, einen Neustart für Hessen nach dem Corona-Einbruch erarbeitet, das einen mehrjährigen Plan enthält. Einen Plan, wo es darum geht, die überfälligen Investitionen in Krankenhäuser, in Schulen, in bezahlbaren Wohnraum, eine Wende in der Energie- und Verkehrspolitik zu unternehmen. Diese Überlegungen sind eingeflossen in einen umfangreichen Änderungsantrag zum Sondervermögen. Diese wichtigen und notwendigen Maßnahmen im Sinne der hessischen Bürgerinnen und Bürger haben CDU und GRÜNE abgelehnt. Das ist bedauerlich. Wir werden in die nächsten Haushaltsberatungen diese Vorschläge wieder einbringen. Fünftens. Teil unseres Planes ist, und ich erwähne das extra auf Wunsch
von Staatsminister Boddenberg, dem das Thema ja auch immer wieder eine Bemerkung wert ist. Teil unseres Planes sind notwendige Maßnahmen für eine gerechtere Besteuerung der Vermögenden mithilfe einer einmaligen Vermögensabgabe analog zum Lastenausgleichsgesetz aus den 50er Jahren und die Wiedererhebung der Vermögensteuer, eine Steuer, die den Ländern zugutekommt. Wir wollen nicht, dass wie nach der Wirtschafts- und Finanzkrise die Kosten der Krise erneut auf breite Teile der Bevölkerung abgewälzt werden. Auch das haben CDU und Grüne abgelehnt, sehr bedauerlich. Sechstens. Die Maßnahmen von CDU und Grüne und die Diskussion um das Sondervermögen zeigen, dass das von Ihnen gegenüber der LINKEN oft vorgetragene Argument, es sei für viele notwendige Maßnahmen kein Geld da, spätestens seit diesem Sommer ausgedient hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schalauske. Nächster Redner ist der Abg. Marius Weiß für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, von der Geschäftsordnung her, das, was die AfD-Fraktion gemacht hat, das jetzt heute hier noch einmal ins Plenum zu holen, das kann man machen. Die Hakenpartei braucht das offensichtlich auch. Und sie braucht das offensichtlich deswegen, weil sie in den Ausschüssen selber keinerlei Leistung bringt und stattdessen alles versucht, hier auf die Bühne zu holen, um über Themen zu reden, wo sie nichts leisten, wo die Arbeit gemacht wird, nämlich in den Ausschüssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann Ihnen dafür zig Beispiele nennen. Gerade im Haushaltsausschuss, gerade gestern Abend wieder, haben wir eine lange Haushaltsausschusssitzung gehabt mit den kommunalen Spitzenverbänden. Da ging es um über 1,2 Milliarden Euro. Ihre famosen Vertreter im Ausschuss nicht eine einzige Frage gestellt, nicht einen einzigen Wortbeitrag. Und dann ziehen Sie sowas dann hier wieder hoch, wenn Sie in den Ausschüssen durch Unwesenheit glänzen und durch Arbeitsverweigerung. Ich will Ihnen noch ein weiteres Beispiel geben dafür, wie Sie sowas machen. Die Debatte vorher, Thema Polizeibeauftragter. Sie stellen sich dann hier hin und nutzen die große Bühne, um zu sagen, dass Sie hier die Anwälte der Polizisten sind und auf der Seite der Anwälte sind. Wissen Sie was? Es gibt ein Beirat Sondervermögen Versorgungsrücklage beim Hessischen Finanzministerium. Fast 4 Milliarden Euro werden da verwaltet über die Pensionen der hessischen Beamten, der Lehrer, der Polizisten. Ihr Vertreter war nicht ein einziges Mal bisher in diesem Beirat. Sich hier hinstellen zu erzählen, wir setzen uns für Polizisten ein, aber die Pensionen der Polizisten interessieren Sie nicht die Bohne. So machen Sie Politik, meine Herren von der AfD. Genau so machen Sie Politik. Der Antrag von Schwarz-Grün hierzu ist überflüssig. Er entspricht fast wortgleich dem Artikel 28, dem § 28 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung zu dem Verfahren, ob das jetzt sinnvoll ist, so etwas als einzelne Fraktion hier abzustimmen oder ob man so etwas nicht lieber fraktionsübergreifend machen sollte. Wenn es um Regelungen in der Geschäftsordnung geht, hat der Kollege Schalauske eben schon ein bisschen was gesagt. Das hat meines Erachtens ein Geschmäckle und ist überflüssig, dieser Antrag. Wir haben unsere Punkte, was die einzelnen Maßnahmen aus den Sondervermögen angeht, im Ausschuss, wie sich das gehört, dargestellt und dargelegt. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel geben, warum wir uns in unserer Befürchtung, dass das Sondervermögen sachfremd verwendet wird, bestätigt sehen. Das ist beispielsweise der Ökoaktionsplan der Landesregierung. 5 Millionen Euro wollte die Landesregierung letzte Woche dafür aus dem Sondervermögen haben, schuldenfinanziert, also quasi Corona-Geld, für einen Aktionsplan der Landesregierung, den es seit Jahren gibt. Letzter Stand Februar 2020. Schauen Sie einmal auf die Homepage von Ihrem Ministerium, Frau Hinz. Februar 2020, Ökoaktionsplan der Landesregierung bis 2024, den gibt es längst.
Den gibt es auch schon, bevor Corona da war. Der Aktionsplan beseitigt keine Notlage. Er hat keinerlei konjunkturellen Effekt. Und deshalb ist es aus unserer Sicht verfassungswidrig, dieses Geld aus dem Sondervermögen zu nehmen, weil eben kein Zusammenhang besteht zwischen Notlage und Netto-Neuverschuldung, wie das für das Sondervermögen vorgesehen ist. Ein Beispiel nur dafür, wie Sie dieses Sondervermögen nutzen, um Ihre eigenen politischen Schwerpunkte dabei durchzusetzen. Ich habe den Staatssekretär, Ihr Staatssekretär war ja da im Haushaltsausschuss, gefragt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt das Sondervermögen nicht hätten? Würden Sie das Geld denn dann auch im Haushalt bereitstellen? Da hat Staatssekretär Kunz gesagt, naja, wenn wir das Corona-Geld jetzt nicht hätten, dann würden wir die Landwirte bitten, das selber umzusetzen, was da drin steht. Das ist die Art und Weise, wie öffentlich dokumentiert wird, dass Sie Geld aus dem Sondervermögen nehmen, was Sie für Ihre eigenen Projekte, die schon im Koalitionsvertrag drin standen, umsetzen. Das ist verfassungswidrig, und über diese Frage werden wir uns sicherlich an anderer Stelle noch einmal unterhalten. Es ist sinnvoll, dass wir das hier jetzt noch einmal sagen, wie wir es im Haushaltsausschuss auch schon gesagt haben. Das ist mit uns jedenfalls nicht zu machen. Vielen Dank, Herr Weiß. Herr Kollege Heidkamp für die Fraktion der AfD. Sie haben noch 3 Minuten und 40 Sekunden übrig. Sie haben noch 1 Minute 20 übrig. Umgekehrt ist es. Sie haben 1 Minute 20 übrig. Bitte schön, Herr Heidkamp. Tja, in 1 Minute 20 kann man die Welt nicht retten, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Herr Kaufmann, das mit den Prozenten, das war ein bisschen komisch. Die AfD hat 5 Anträge abgelehnt, und wir haben uns bei 9 enthalten. Nun ist ja nicht immer die Summe der Anträge so wichtig, sondern der Inhalt. Das wird Ihnen ja bekanntlich sein. Hier wurde eben gesagt, wir hätten gestern Abend nichts gesagt. Das ist richtig. Wir waren ganz perplex. Da war ja Champagnerstimmung. Champagnerstimmung. Und zwar sowohl bei Ihnen als auch bei den Leuten von den Städten. Da verstehe ich das ja. Sie haben 1,2 Milliarden Schulden aufgenommen gestern Abend. Und der Vorsitzende des Ausschusses hat sogar abgegeben, dass die Leute sich zu Wort melden. Er sagte, das ist ein toller Abend, hat er gesagt. Das haben wir nicht so empfunden. Das haben wir nicht so empfunden. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wir sind auch gar nicht so einverstanden mit dem Eilantrag, den Sie uns hier eingereicht haben. Da steht nämlich drin, solange der Landtag nichts Abweichendes beschließt. Welche Dummheit ist das denn? Dann können Sie ja vorher schnell noch ausgeben, und dann beschließen Sie ein bisschen später, ist das Geld sowieso weg. Also Ihren dringlichen Antrag müssen Sie bitte noch ändern, damit das präzise ist. Wir haben einen weiteren Antrag. Wir glauben nämlich nicht an die Dringlichkeit und die Eilbedürftigkeit der Tests für die Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben nur gegen die Dringlichkeit haben wir uns aufgelehnt, nicht gegen den Inhalt. Wenn wir hier nämlich hinter die Fichte geführt werden, weil alles dringlich ist auf einmal, dann können wir uns, Herr Weiß, Ihre langen Reden im Haushaltsausschuss in Zukunft ersparen. Yes. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächster Redner ist der Abg. Michael Reul für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wundere mich schon über die Debatte, die heute hier geführt wird. Meine Erwartungshaltung war, dass von dem Antragsteller und anderen Fraktionen, die dies unterstützt haben, Inhalte vorgetragen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo sind Ihre Inhalte? Warum haben Sie die Debatte heute beantragt? Ich habe von Ihnen nichts gehört. Außerdem, ich stimme dem Kollegen Weiß zu. Er hat ja auch ausgeführt, dass im Haushaltsausschuss die Dinge gemeinsam diskutiert worden sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ausschusssitzung war öffentlich. Dort konnte jeder zuhören. Dort war die Öffentlichkeit gegeben. Dass das die AfD anscheinend nicht erkannt hat oder sich nicht daran beteiligt hat, das ist natürlich Ihr Problem. Und Herr Kollege Heidkamp, noch eine Korrektur.
wenn Sie behaupten, gestern Abend hätten wir 1,2 Milliarden € Schulden aufgenommen. Das zeigt ganz einfach, dass Sie nicht verstehen, was Sie hier tun. Wir haben gestern Abend eine Anhörung der Spitzenverbände gehabt zum Thema der Gewerbesteuermindereinnahmen. Wir haben morgen erst die zweite Lesung. Das kann doch überhaupt nichts in Gang gesetzt werden und ausgegeben werden. Außerdem warten wir auf die Regelung des Bundes im Bundesrat. Also bitte bleiben Sie doch etwas genauer bei Ihren Formulierungen oder schweigen Sie zukünftig, wenn Sie zur Debatte nichts beizutragen haben. Und, liebe Kollegin Schardt-Sauer, was ich eigentlich vermisst habe an dieser Stelle bei Ihrer Rede hier vorne, Sie haben sich ja auch nicht zu den Inhalten geäußert, aber letztendlich, mir haben zwei Schlagworte gefehlt, die eigentlich Sie auszeichnen. Punkt 1, wo ist der Kontoauszug? Punkt 2, wo ist der Corona-Test? Also, der Corona-Check, das waren doch Ihre zwei Schlagworte, wo Sie alles gemacht haben. Ist das alles erledigt? Sind Sie jetzt endlich überzeugt? Ich habe fast den Eindruck, dass Sie jetzt wissen, wie die Maßnahmen hier auch durchgeführt werden sollen. Und eins ist vollkommen klar, Kollege Kaufmann hat es ja ausgeführt. Sie geben uns, und darüber sind wir dankbar, die Chance, einfach noch einmal über die guten Maßnahmen zu reden, die wir im Haushaltsausschuss schon beschlossen haben. Sie haben inhaltlich nichts dazu beigetragen. Ich nenne beispielhaft, wir haben dort entschieden, Mittel zur Testung von Lehrkräften an öffentlichen Schulen. Wir haben entschieden, Ausbau der IT-Infrastruktur und von Videokonferenzsystemen. Wir haben dort entschieden, die Erweiterung des Beteiligungsangebots des Fonds Hessenkapital, ein ganz wichtiger Bereich, um dort Hilfe und Unterstützung im Bereich der Krisenintervention zu geben. Ja, wir haben dort entschieden, weitere Liquiditätskredite für die WIBank zur Verfügung zu stellen. Dort werden die Anträge immer mehr gestellt. Dort haben wir insgesamt noch einmal 1,5 Millionen € zur Verfügung gestellt. Das andere Thema, was wir heute gesprochen haben, Mittel zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Ja, wir haben einen Schutzschirm für Azubis, insgesamt 1.000 Auszubildende werden unter diesen Schutzschirm mitgenommen werden und damit unterstützt werden von uns, dass wir die Ausbildungsvorbereitungsplätze schaffen. Meine Damen und Herren, Gaststätten-Sonderprogramm, Erstattung der pandemiebedingten Mehrbedarfs der hessischen Studentenwerke, Kunst- und Kulturhilfeprogramm, Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen 660 Millionen €. Ich könnte die Liste weiter fortführen, aber dies zeigt doch die Inhalte. Und dies hat die Koalition im Haushaltsausschuss mit großer Zustimmung der meisten Fraktionen, aber es gab auch an der einen oder anderen Stelle mal eine Enthaltung oder Gegenstimmen, meistens von FDP und AfD Seite an Seite. Aber wie gesagt, das ist Ihre Entscheidung, und wir können es ja auch dann heute sehen, wie Sie hier da wieder abstimmen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie die Debatte heute beantragt haben. Wir haben noch einmal unsere Inhalte dargestellt, noch einmal in einer zweiten Runde. Wenn Sie das in der Zukunft weiterhin so machen wollen, das ist natürlich kein Problem. Wir reden über alle guten Dinge, die wir schon im Haushaltsausschuss beschlossen haben. Und wenn wir dann hier einen Bericht über die Sitzung des Haushaltsausschusses vorgelegt bekommen, reden wir natürlich über alle guten Dinge noch einmal und, wenn Sie wollen, auch an anderer Stelle. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Boddenberg das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich bin durchaus dankbar, dass wir heute Abend jedenfalls noch einmal in aller Kürze über die Ergebnisse der Sitzung des Haushaltsausschusses reden, die, und das ist noch einmal zu Recht gesagt worden, eine sehr ausführliche und in Teilen streitige, aber am Ende auch in vielen Punkten durchaus übereinstimmenden Charakter hatte. Die Sitzung hat, glaube ich, 6 Stunden gedauert, war öffentlich. Also mehr Transparenz, glaube ich, kann man nicht herstellen. Und da es bei vielen dieser einzelnen Anträge durchaus um etwas komplexere Sachverhalte geht, war ich dankbar, dass das im Haushaltsausschuss ausführlich erörtert werden konnte. Herr Kollege Weiß, nur einen Satz zu dem, was Sie und Frau Kollegin Schardt-Sauer heute erneut thematisiert haben, nämlich Stichwort Sondervermögen. Ich glaube, wir werden darüber noch häufiger reden. Heute Abend ist die Zeit zu kurz, sonst würde ich natürlich auch darüber reden wollen, was eigentlich die jüngsten Ereignisse in unserem Land, Nachbarland Rheinland-Pfalz in dem Zusammenhang für Sie bedeuten, ob das in irgendeiner Form bei Ihnen ankommt, was dort passiert. Als wenn Sie sagen, die haben eine andere Form der Kreditaufnahme gewählt, das ist richtig. Dort kann das
Dort bekommt Frau Kollegin Faeser das Sondervermögen, das Geld aus dem Kernhaushalt, der wiederum Kreditermächtigung hat. Das geht über mehrere Jahre. Übrigens, Herr Weiß, beinhaltet das auch, weil Sie den Punkt heute herausgegriffen haben, beispielsweise 50 Millionen € zur Belegung im Bereich der erneuerbaren Energien und Umwelt. Das ist, ja, Herr Wagner, nicht so empört. Das war mir klar, dass das andere genauso machen würden wie wir, also auch unsere Nachbarn. Also die Argumentation in dem Zusammenhang, glaube ich, wird für Sie ein bisschen problematischer. Ich will darauf hinweisen, dass ich glaube, wir zwei, drei Dinge noch einmal sehr bewusst machen müssen. Dass die Krise nicht vorbei ist, ist hier eine Weisheit, die ich nicht verbreiten muss. Das weiß jeder, der sich mit der Krise und der aktuellen Entwicklung, also auch der Pandemie, beschäftigt. Deswegen sind viele Dinge, die wir dort beschlossen haben, dazu da, dass wir versuchen, den Gesundheitsschutz aufrechtzuerhalten und teilweise zu verbessern. Die Tests sind angesprochen worden. Das gilt für die Schule, das gilt für die Kita. Und an einer Stelle will ich denn schon auf den Vorwurf der AfD eingehen. Normalerweise sollte man diesen Teil des Parlaments ignorieren. Aber bevor sich da irgendwas festsetzt, das mache ich so, wie ich es für richtig halte, Herr Lambrou, bevor sich da irgendetwas festsetzt, also wie man auf die Idee kommen kann, wie man auf die Idee kommen kann, die Eilbedürftigkeit an einem Punkt, nämlich dem, wo es um die Tests beim Kita-Personal geht, infrage zu stellen, wo Sie im Haushaltsausschuss von mir gehört haben, dass es gute Gründe dafür gab, das relativ kurzfristig mit der KV zu verhandeln, zum einen. Zum Zweiten sich darüber zu beschweren, dass im Nachhinein Sie von mir alle miteinander informiert worden sind. Und ich, bevor wir überhaupt diesen Antrag geschrieben haben, hier im Haushaltsausschuss live berichtet habe, nachdem mir Kai Klose während der Sitzung mitteilte, dass er mit der Kassenärztlichen Vereinigung entverhandelt hat, also noch schneller geht es ja nicht mehr, dass wir schon vorher, bevor wir überhaupt etwas zu Papier bringen, Sie hier informieren. Da muss man mal jemand sagen, wie man auf die Idee kommen kann, dieses Verfahren in Kritik zu stellen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist wichtig, dass wir zwei, drei Schwerpunkte gesetzt haben gleich zu Beginn. Wir arbeiten, wie Sie wissen, auch am Hessenfonds, dem sogenannten Hessenfonds in Größenordnung von 500 Millionen €. Dort werden wir Sie demnächst informieren über den weiteren Fortgang. Das geht jetzt den Gang in Richtung Notifizierung in Brüssel. Wir haben in der Haushaltsausschusssitzung am 29. Juli, das sind die Punkte, die wir heute hier noch einmal aufrufen und abstimmen wollen, unter anderem den Hessenfonds mit zusätzlich 50 Millionen € ausgestattet. Das geht in erster Linie in Richtung Start-ups. Wir haben die Mikroliquidität für die Mikrodarlehen um 150 Millionen € aufgestockt. Das freut den Wirtschaftsminister, weil wir damit in der Lage sind, relativ schnell auch übrigens, Frau Schardt-Sauer, möglicherweise Kleinstselbstständigen zu helfen, auch Soloselbstständigen zu helfen. Also, wir haben jetzt ein breites Portfolio an Möglichkeiten, die Wirtschaft, den einzelnen Betroffenen wirklich zu helfen, sie mit Zuschüssen oder Darlehen zu versehen. Bei den Mikrodarlehen, wissen Sie, ist es möglich, 50% zu erlassen am Ende des Tages. Also, all das war übrigens auch relativ dringlich, weshalb ich jedenfalls gerne in der Sommerpause gearbeitet habe und auch diese Sitzung, diese Sondersitzung des Haushaltsausschusses beantragt habe. Herzlichen Dank, schönen Abend und jetzt machen wir, glaube ich, eine fröhliche Abstimmung. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Genauso ist es. Wir sind am Ende der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt angelangt. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.